Das Leben von Herrn Rosenkranz, wie das von allen Zwangsneurotikern, ist wahrlich nicht einfach. Er muss immer auf eine bestimmte Art und Weise auftreten. Er scheut sich vehement vor Körperkontakt und jeder einzelne Tag muss genau gleich ablaufen. Nur die geringste Abweichung von diesem routinierten Ablauf lösen bei ihm Schmerzen aus, die wohl nur dem Tod gleichkommen. Es gibt jedoch einen äußerst wichtigen Teil der Geschichte, den niemand außer Herr Rosenkranz selbst weiß, wodurch allerdings mit einem Mal das ganze Dilemma eine völlig andere Farbe annimmt. Herr Rosenkranz hat gar keine Zwangsstörung. Sein Auftreten, die Scheu vom Körperkontakt, seine tägliche Routine, es ist alles bloß Teil seiner großen Lüge. Es dauerte nicht lang, da hatte er die ganze Nachbarschaft untergraben. Klammheimlich sitzt er da, lacht innerlich, rühmt sich für sein manipulatives Meisterwerk. Nie hat er irgendwer seine Geschichte angezweifelt. Nie ist irgendwem aufgefallen, dass er nichts als ein elendiger Heuchler ist. Niemand weiß von deinem kleinen Geheimnis, bis auf dich und mich. Was meinen Sie? Sollten wir uns mal unterhalten? Ich werde jetzt dort hinten an dem Tisch Platz nehmen und würde mich freuen, wenn Sie mir Gesellschaft leisten. Ja.
Wie heißen Sie? Kurt. Kurt. Was meinst du, Kurt, warum mich Jazz so fasziniert? Jazz zeigt mir, dass alles okay ist. Dass es okay ist, keine Kontrolle darüber zu haben, was man tut, was man will, was man braucht, ist alles jenseits der Kontrolle. Du hörst ihnen zu und bist fasziniert von ihrer Freiheit. Aber warum? Weil jedes Stück anders klingt? Oder weil sie keine Noten vor sich liegen haben? Aber auch die spielen nach Noten. Aber diese Noten, die sind hier drin. Der Rhythmus des Universums. Wir alle rühmen und beflecken uns unseres freien Willens. Aber in Wirklichkeit spielen wir alle nach Noten, welche irgendwer geschrieben hat. Aber das ist mit Es war völlig offensichtlich, dass Herr Rosenkranz keine Ahnung hat, wovon er spricht. Natürlich hat der Mensch einen freien Willen, aber immer wenn jemand Herrn Rosenkranz zu durchschauen droht, versucht er sein Gegenüber in sein völlig verdrehtes Weltbild hineinzuziehen. Und Kurt hat ihn schon lange durchschaut. Okay. Ich habe genug von deinem Bullshit. Die anderen kannst du mit deinem Theater vielleicht verarschen, aber ich habe dich schon lange durchschaut. Du denkst, ich spiele dir was vor. Ich werde dir gleich zeigen, wie frei du sein kannst, wenn du nur die richtige Motivation für hast. Rosenspast! Ich habe noch nicht ganz verstanden, was dein Zustand jetzt nochmal so zur Folge hat. Du hast gesagt, du hast so einen gewissen Tagesablauf, den du nicht durchbrechen kannst, ja? Was wäre, wenn ich jetzt sagen würde, geh dort rüber zu dem Typen und frag nach einem Feuer. Das geht überhaupt. Ja, wirklich, nein? Nein? Hier im Lokal. Gleich dort drüben. Hinterm Publikum. Da liegt so ein brauner Koffer. Und in dem Koffer befindet sich eine eigens von mir gebaute Bombe. Und in weniger als 2 Minuten wird diese Bombe das gesamte Lokal auseinandernehmen. Und das Beste ist, niemand weiß davon, außer ich und du. Warum erzählst du mich das? Ich bin noch nicht fertig. Um die Bombe zu entschärfen. Und nicht nur dich, sondern auch jeden anderen im Lokal hier zu retten, musst du einfach nur rübergehen, den Koffer aufmachen und das schwarze Kabel rausziehen. Nicht das gelbe, das schwarze. Und falls du glaubst, ich werde aufspringen und dich aufhalten, nein, 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 ich werde einfach nur hier sitzen. Ich werde hier sitzen und dir dabei zuschauen. Seit wann folgst du mir? Ich habe dich vor etwa 3 Monaten bemerkt. Als ich vor 6 Monaten umziehen musste, weil mir immer wieder jemand die Post geklaut hat. Warst es auch schon du? Hör auf damit. Und nachts, wenn das Telefon geklingelt hat und ich nur ein leises Atmen höre. Bist das auch du gewesen? Hör auf damit! Du willst gar nicht beweisen, dass ich gesund bin, sondern dass du es bist. Du kannst dich deinem Schicksal nicht widersetzen. Das Einzige, was du kannst, ist, nicht auf diese Stimme in deinem Kopf zu hören.
Es gibt keine Stimme in deinem Kopf. Es gibt keine Stimme in meinem Kopf. Du bist ein freier Mensch mit freiem. Endures. All my thoughts are of you.